Trotz Frust über Diablo Immortal wird Diablo 4 von vielen heiß erwartet. Kein Wunder, es sieht super aus, es setzt auf beliebte Charakterklassen und es verspricht ein klassisches Action-Rollenspiel mit abwechslungsreichen Biomen, eindrucksvollen Bossen und flotter Action. Also alles perfekt? Hoffentlich, könnte man sagen. Aber eine Sache macht mir wirklich Gedanken oder, um es schärfer zu formulieren, eine Sache macht mir richtig Sorgen. Und das ist die Shared World. Also die offene Spielwelt, die wir uns mit anderen teilen. Nur, wie genau funktioniert das eigentlich? Im Detail wirft die Shared World jede Menge Fragen auf, doch so oft sie auch in Interviews angesprochen wurde, gerade diese oft sogar kritischen Details sind bislang noch erschreckend unklar. Für mich jedenfalls ist ausgerechnet die Shared World das Feature, das Diablo 4 am Ende den Spaß rauben könnte. Also, mir zumindest. Dieses Video wird euch präsentiert von AMD. Today is all about Ryzen. Our goal is to give you the best. Denn eigentlich brauche ich gar keine Shared World in Diablo 4. Wenn ich im Koop spielen will, dann höchstens mit ein paar wenigen ausgesuchten Freunden, so wie auch bei den Vorgängern. Ich bin kein MMO-Spieler und ich will Diablo auch gar nicht als MMO spielen, weil mir die Fallstricke daran gar nicht gefallen. Vielleicht ist es das Einzelkind in mir, aber wenn mich jemand bittet, die Sanctuario-Welt zu retten, dann will ich im Mittelpunkt stehen und mir die Bühne nicht mit einem Haufen Unbekannter teilen. Ich will mich nicht umdrehen und wie in Black Desert zusehen können, wie die Gegner vor meinen Augen nachspawnen, damit der nächste MMO-Held auch garantiert was zum Draufknüppeln hat. Und ich will auch nicht selbst warten, bis der nächste Boss nachspawnt, weil er gerade vor 2 Minuten von Smiley Moon 334 gelegt wurde. Das bedeutet nicht, dass ich immer komplett alleine unterwegs bin. Koop-Kampagnen oder Multiplayer-Partien mit Freunden machen mir, wie gesagt, auch großen Spaß. Aber das ist letztlich doch ein ganz anderes Erlebnis als die Beliebigkeit einer Shared World, wie beispielsweise bei Destiny, wo es außerhalb der Story-Mission oft wirkt, als würden meine Taten in der Spielwelt letztlich eigentlich gar keine Rolle spielen, weil sie das ja auch gar nicht dürfen. Die Welt muss ja für die Helden vor und nach mir noch genauso funktionieren wie für mich. Im Multiplayer oder im Koop lade ich die Leute ja ganz bewusst ein, damit sie mit mir zusammen herumstromern. Das sind Menschen, die ich kenne und die ich mag. Aber wenn dann zwischen den ganzen zur Welt passend benannten NPC etliche Spieler mit kryptischen Internetnamen herumsausen, sich im Kreis drehen oder ich bei einer Quest nur eine von 7 Heldinnen bin, die alle gleichzeitig die wirklich einzige Person auf der Welt sind, die diesem NPC helfen können, dann reißt mich das komplett raus. Das einzige Genre, in dem mich das nicht so sehr stört, sind Rennspiele. Obwohl ich auch schon in Forza Horizon 5 mit den Zähnen knirsche, wenn die Drivatare neben mir wie besenkte Säue durch Mexiko brettern. Es gibt schließlich schon eine Person, die fährt, als hätte sie einen Fuß im Mund, und das bin ich. Und weil ich meinen Sandkasten mit niemandem teilen will, macht mich die Begeisterung von Blizzard für das neue Shared World Feature auch so nervös. Aber es ist nicht nur mein grundsätzliches und natürlich nur ganz persönliches Desinteresse am MMO-Aspekt. Vielmehr verwundert mich, dass Blizzard zu so einem entscheidenden Spielelement bislang nur vage Halbsätze verraten hat. Für dieses Video habe ich mich nochmal stundenlang durch Interviews, Artikel und Blog-Einträge gewurstelt und ich weiß immer noch nicht wirklich, wie die Shared World in Diablo 4 funktionieren soll. Blizzard drückt sich hier um so viele Antworten rum, obwohl andere Bereiche wie Charakter- und Feinddesigns beispielsweise schon ausführlich besprochen werden. So genau sogar, dass ich jetzt weiß, warum der Blutbischof ein Cape in Form eines pulsierenden Herzen außerhalb seines Körpers trägt, was cool ist, und dass sogar die Spiegelung des Lichts auf den Eiterpusteln der Leichen extrem verbessert wurden. Wie viele andere Leute mir in der Open World auf die Füße treten werden, weiß ich aber immer noch nicht. Und diese Info wird letztlich doch etwas mehr Einfluss auf das Spielerlebnis haben. Ein paar Hinweise konnte ich dann aber doch entschlüsseln, ausgegraben aus schwammigen Entwicklerformulierungen. Allesamt sind bereits mindestens 1 Jahr alt. So lange hat Blizzard schon nichts mehr wirklich Neues zur Funktionsweise der Shared World verraten. Aber dröseln wir die Beispiele doch einfach mal auf, damit wir alle auf einer Wellenlänge sind, was die bislang bekannten Fakten zur Shared World angeht. Erstens,
Es gibt eine komplett verbundene Open World, in der wir neben der Story auch Nebenquests, Handwerk, Weltereignisse und PvP erleben. Dungeons und zentrale Ereignisse in der Story sind hingegen private Instanzen. Aber sobald die Story-Elemente abgeschlossen sind, und ich zitiere hier direkt vom Diablo 4 Update vom Juni 2020, und sich die Städte in soziale Knotenpunkte verwandeln, stoßt in den Gemeinden stets auf einige andere Spieler. Auch unterwegs trifft man hier und da vereinzelt Spieler. Okay, aber was heißt denn vereinzelt nun genau? Im Blog-Eintrag schreibt der damalige Game Director Luis Barriga zwar, dass sich seiner Meinung nach das Spiel weniger nach Diablo anfühlt und die Welt weniger gefährlich erscheint, wenn man anderen Spielern zu häufig oder in zu großer Anzahl begegnet. Aber was heißt das? Sind in jeder Open World 10 Spieler unterwegs oder 100 oder 1000? Da gibt's so viel Interpretationsspielraum, dass ich mir mittlerweile wie ein Anwalt vorkomme, der Zeugenaussagen durchforstet, weil er ahnt, dass da irgendwo noch ein Haken kommt. Was lustig ist, denn eigentlich bin ich immer sehr wohlwollend gegenüber solchen Entwicklerstatements. Ich nehme immer das Bestmögliche an, weil ich glaube, dass Entwickler das Bestmögliche für ihr Spiel wollen. Aber bei Diablo bin ich damit in letzter Zeit echt ein paar Mal auf die Nase gefallen. Beim Immortal Release zum Beispiel. Da wurde groß im Interview mit meinem Kollegen Fabiano verkündet, dass es keine täglichen Einlog-Belohnungen gibt. Okay. Aber wisst ihr, was es gab? Eine Belohnung für das erste erledigte Monster des Tages. Nicht Boss. Nicht Ereignis. Einfach irgendein random Monster. Und ja, das ist rein vom Begriff her keine Belohnung nur fürs Einloggen. Aber man bekommt sie mit minimalem Aufwand direkt danach. Also, mal ehrlich, das ist doch letztlich eigentlich Wortklauberei. Auch hat mich Force Gaming in seinem Video nochmal daran erinnert, dass ja vor dem Release erklärt wurde, man würde keine legendäre Ausstattung kaufen können, um den eigenen Charakter für Echtgeld stärker zu machen. Und das stimmt auch. Aber man kann ja die Gems kaufen, die der wichtigste Aspekt beim Aufwerten der Ausrüstung sind. Ich kaufe Dinge, die in meine Ausrüstung gepackt werden und in meine Waffen und damit wird meine Figur stärker. Ja, offiziell zählen die Gems nicht als Ausrüstung, aber auch das ist doch drumherum formuliert, denn das Ergebnis ist im Spiel dasselbe. Und gerade weil ich nach diesen jüngsten Erfahrungen mit Blizzard sehr misstrauisch geworden bin, reichen mir dann Sätze wie: Es ist so einfach, eine Community zu erschaffen und all das macht Diablo zu einer viel sozialeren Erfahrung einfach nicht mehr aus. Im Gegenteil, sie machen mich stutzig. Warum diese Unschärfe, wenn es um die Shared World geht? Werden die Städte der Spielwelt im Endgame dann von Dutzenden Big Demon Babies, Diablo Boys und Lisa-34s überrannt? Und kann ich irgendwie selbst entscheiden, ob ich diese Leute sehe oder muss ich sie einfach immer akzeptieren? Das würde mir meine Diablo-Erfahrung vielleicht sogar ein bisschen kaputt machen. Gerade wenn es ein zu krasser Bruch vom Kampagnen-Gameplay hin zum MMO-Endgame gibt. Und wie ist das mit den Weltenereignissen? Bei denen soll ja eine größere Anzahl anderer Spieler gemeinsam riesige Weltenbosse legen, also Gegner besiegen, denen man alleine gar nicht Herr werden kann. Als Einzelspieler kann ich dann dazu stoßen, am Kampf teilnehmen und auch Belohnungen einsacken. Aber heißt das zugleich, dass mir solche Spektakel ähnlich wie Raids in Destiny verschlossen bleiben, wenn ich nicht in Gruppen spielen will? Und wenn ich tatsächlich nicht an so einem Event teilnehmen will, muss ich dann einen großen Umweg in meiner Spielwelt gehen, weil meine Spielwelt ja gar nicht mehr meine ist, sondern die Shared World? Und was bedeutet das für die Spielwelt an sich? Wie konzipiert man eine Welt, die sowohl für sehr viele als auch nur für eine einzige Spielfigur funktionieren soll? Können die Feinde die Herausforderungen und die Inhalte in der Welt mitskalieren? Oder wird eine Welt ohne Event auf einmal zu leer? Oder die Welt mit Event zu klein? Alles Fragen, auf die Blizzard natürlich schon längst Antworten hat. Aber wir bekommen sie einfach nicht zu hören. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn ich die Oberwelt von Diablo durchstreife, finde ich dort über die Fläche verteilte Ruinen oder Hofanlagen, je nach Biom Bäume oder Felsen mit halb versteckten Truhen und der einen oder anderen Leiche quer über die Karte verteilt. Und Monstermobs, natürlich. Die sind so verteilt, dass ich je nach Spielstil direkt reinlaufen und allen auf die Nase geben oder sie auseinanderziehen und einen nach dem anderen erledigen kann. Zumindest, wenn ich alleine oder mit einem oder zwei Koop-Partnern unterwegs bin. Was passiert aber, wenn auf einmal mehr Spieler in der Welt sind?
Sind da noch genug Feinde da oder frühstücken andere meine Mobs ab, bevor ich überhaupt bei den Viechern angekommen bin? Und werden Gegner dann ratzfatz nachgespawnt, wie in klassischen MMOs, was dann aber wieder am Gefühl der getanen Arbeit nagt? Bei Diablo Immortal zum Beispiel ist ja das genau eins der Probleme. Da bin ich noch mitten im Dialog mit einem Questgeber nach einer gewonnenen Schlacht und währenddessen spawnen die Feinde schon wieder um mich herum und werden von anderen niedergemetzelt. Wie kann ich mich dann fühlen, als hätte ich tatsächlich was erreicht? Oder ist das sowieso egal, weil es ja letztlich doch wieder nur ums Hochleveln geht? Das Einzige, was mir von Blizzard da als ungefährer Richtwert gegeben wird, ist die Phrase, dass die Entwickler schon wissen würden, ab wann es sich nicht mehr wie Diablo anfühlt. Aber erstens ist, was sich nach Diablo anfühlt, ja wohl extrem subjektiv. Und zweitens hat Blizzard mir in letzter Zeit nicht wirklich Gründe gegeben, ihnen dabei zu vertrauen, das beste Erlebnis für Spieler zu kreieren. Klammer auf, die nicht andauernd zahlen wollen. Klammer zu. Das war früher anders. Da hat Blizzard unterschiedliche Genres blizzardifiziert, also ihr eigenes Spiel im Genre rausgebracht, und das war immer auf seine Art klasse. Dann kam Warcraft 3 Reforged und dann Diablo Immortal. Gut, sagt ihr jetzt, es gab ja auch Diablo 2 Resurrected. Aber, ja, das war ja auch das Ziel damals, das Spiel mit möglichst wenigen Änderungen genauso herauszubringen wie das Original. Sogar der Knoblauch in der Küche hängt da, wo er vor Jahren schon hing. Nur jetzt halt in wirklich hübscher Grafik. Wann immer jedoch Innovation angesagt war, kam in letzter Zeit von Blizzard entweder eine Fanenttäuschung oder ein potenzieller Cashgrab. Oder die Kombination davon. Fragt mal den Streamer Quinrex auf Twitch Quin69, der nach über 15.000 in Diablo Immortal reingebutterte Euro jetzt endlich seinen ersten legendären Edelstein mit einer 5 von 5 Sterne-Wertung bekommen hat. Wie wichtig ist Blizzard überhaupt noch die Einzelspielererfahrung, wenn in Interviews so stark von der Social Experience geschwärmt wird, die Diablo 4 werden soll? Geschwärmt wohlgemerkt, ohne in Details zu gehen. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu skeptisch. Vielleicht wird das alles gar nicht so wild und viel besser funktionieren, als ich jetzt befürchte. Aber wenn diese Shared-World-Neuerung so wichtig ist, dann verratet doch verdammt nochmal endlich auch genau, wie sie wirklich funktioniert und verdient euch ein bisschen was von dem Vertrauen zurück, das ihr in den letzten Jahren bei mir verspielt habt. Wie seht ihr denn das? Macht euch die Shared-World Sorgen oder seid ihr sowieso schon scharf auf die neuen MMO-Aspekte von Diablo 4? Lasst es uns wissen.